So, beim Punkt 4, wir haben ja eben gesagt, dass uns als Außenstehender viel mehr auffällt, wo der echte Engpass bei den Leuten ist, als es meistens selber fest, wahrnehmen. Jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns noch ein bisschen mehr in diese Leute reinversetzen und überlegen, nicht was ist der wirkliche Engpass, sondern was nehmen die als ihren Engpass wahr. Also was ist bei denen das vordergründige Bild, nicht der hintergründige Bedarf? Und mal versuchen, ob man dafür etwas entwickeln, womit wir sie auch wirklich dort ansprechen können hinterher, wo ihre Aufmerksamkeit ist. Also können wir jetzt aus dem, was wir gelernt haben, schauen, wo ist denn ihr Punkt der größten Aufmerksamkeit? Was ist denn ihr selber wahrgenommenes größtes Problem, an dem sie auch arbeiten wollen? An die Grundlagen will nämlich in der aller Regel keiner dran. Die Lösung für die Grundlagen, die entwickeln wir zwar für sie, aber die verkaufen wir ihnen dann hinterher als trojanisches Pferd, als Lösung des vordergründigen Problems und lösen dann quasi im Vorbeigehen die Ursache mit.